Donkey Kong Land ist die quasi Spin-off-Serie zu Donkey Kong Country auf den Super Nintendo. Die ersten Teile hatten ein großes Problem. Die vorgerenderte Grafik wurde relativ genau auf den Game Boy portiert und das sah sehr schnell zu unübersichtlich aus. Dieses wurde in dem dritten Teil deutlich entschärft und so steht dieser Titel sehr gut da. Hier erwartet euch wunderbare Plattformer-Action. Die Game & Watch Handhelds waren Nintendos erste Gehversuche im Videospielmarkt. Es waren einfache Spiele, die auf LCD-Bildschirmen gespielt wurden. In dieser Sammlung sind vier dieser sehr simplen Spiele mit einer grafischen Überarbeitung zusammengefasst. Gameplay-technisch sind die Spiele natürlich sehr, sehr simpel, aber historisch gesehen trotzdem interessant. Kirby war ja mit dem Genre seiner Videospielauftritte durchaus nicht wählerisch und er ist nicht nur der Star in Plattformern, sondern auch in Flippern und ähnlichem. In diesem Titel erwartet euch ein fast typisches Tetris-artiges Puzzlespiel, in dem ihr verschiedene Symbole kombinieren müsst. Alles kombiniert mit einer knuddeligen Anmutung. Wave Race war auf dem Nintendo 64 ein Hit. Diese Version glänzt natürlich nicht mit grafischer Opulenz und wird in der Draufsicht gespielt. Auch hier fahrt ihr mit Jetskis Rennen. An die Steuerung muss man sich natürlich erst gewöhnen, immerhin steuert sich so ein Wassergefährt anders als ein Auto, aber danach geht es gut von der Hand. In meinen Augen ein okayes Rennspiel. In diesem Nachfolger zu Dr. Franken erwartet euch gameplaymäßig nichts Neues, was aber nicht schlimm ist. Wieder erkundet ihr als Frankensteins Monster diverse Räume, müsst Gegner erledigen und Rätsel lösen. Viel Backtracking mit inbegriffen. Steuerung und Technik sind weiterhin verbessert worden und so kann ich dieses ungewöhnliche Spielerlebnis nur empfehlen. Mitte der 90er startete die FIFA-Serie dann so richtig durch und natürlich musste auch der Game Boy mit einer Version bedacht werden. Diese läuft allerdings viel zu ruckelig, als dass auch nur ein Hauch von Spielspaß aufkommen kann. Kein gelungener Einstand. Hercules ist natürlich die Versoftung des gleichnamigen Disney-Films. Wie üblich wurde aus diesem ein Plattformer gepresst. Leider ist es jedoch alles andere als gut gelungen. Die Steuerung nervt einfach und der Rest ist einfach vergessbar. Finger weg von diesem Spiel. Kennt ihr noch diese interaktive Spielesendung Hugo aus dem Fernsehen? Hier erwartet euch genau dasselbe Spielerlebnis, nur ohne Eingabe-Lag über das Telefon. In diversen Minispielen müsst ihr den Kobold an das Levelende bringen. Ja, ist ganz cool. Minispielsammlung eben. Hier erwartet euch eine weitere Disney-Lizenzversoftung zu dem Glöckner von Notre Dame. Hier wurde sich nicht mal für einen Plattformer entschieden, sondern für eine Minispielsammlung. Inbegriffen sind Breakout-Klone und Bowling? Was genau mit der Vorlage das zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie der Name es schon verrät, erwartet euch hier ein Baseballspiel. Ich habe leider keine Ahnung, was diesen Sport angeht, daher kann ich euch hier keine genauere Einordnung geben.
Die bekannte Fighting Game Serie liefert in diesem Jahr einen Ableger auf den Game Boy. Spiele dieses Genres haben es natürlich schwer auf dem System, wobei dieser Teil recht okay umgesetzt wurde. In diesem Plattformer zu dem Spiel spielt ihr ganz grob die Geschichte nach. Leider hat sich der Entwickler dazu entschieden, den Bewegungsablauf ähnlich wie beim Klassiker Prince of Persia zu gestalten. Heißt, sieht gut aus, da die Animationen sehr flüssig wirken, jedoch ist die Steuerung dadurch nicht gerade sehr responsiv. Findet man sich jedoch damit ab, geht das Spiel in Ordnung. Der bekannte Fußballspieler stand hier Pate für ein Fußballspiel, wobei es in Japan schlecht J-League Big Wave Soccer hieß. Ich erwarte euch ein durchschnittlich gutes Sportspiel ohne riesige Schwächen oder Stärken. Hier wartet euch ein Spiel zu der bekannten Kinderserie. Erfreulicherweise wurde hier kein liebloser Lizenzschrott abgeliefert, sondern ein interessantes Puzzlespiel aus der isometrischen Ansicht. Hier zählt überlegtes Vorgehen, Timing und eine Portion Geschick. An die Perspektive und die Steuerung muss man sich natürlich erst gewöhnen, aber danach geht es gut von der Hand. Dieses wunderbare Puzzlespiel wurde von Nintendo selbst programmiert und verdient meines Erachtens mehr Aufmerksamkeit. In diesem Puzzlespiel steuert ihr einen Maulwurf und müsst ihn jeweils zum Ende boxieren. Gegner und Hindernisse machen euch jedoch das Leben schwer. Aber hier kommt die Kernmechanik ins Spiel. Ihr könnt unter den eigentlichen Leveln Gänge graben und so euren Weg bahnen. Absolute Empfehlung von mir aus. Wie die beiden Vorgänger erwartet euch hier ein durchaus solider Plattformer. Wie der Name es schon andeutet, kämpft ihr euch hier durch verschiedene Albtraumwelten und befreit diverse andere Schlümpfe. Hinzu kommt der Infogrames-typische eingängige Soundtrack. Gute Superman-Spiele gibt es leider nicht viele. Dieser Ableger macht da leider auf keine Ausnahme. Schlechte Steuerung und seltsames Level-Design erwarten euch, aber immerhin geht die Grafik klar. Der Tamagotchi-Hype war damals überhaupt nicht zu bremsen und so fand dieses virtuelle Haustier auch seinen Weg auf den Gameboy. Hier wird im Prinzip genau das geboten, was ihr denkt. Ihr zieht euer Haustier auf, füttert es und könnt Minispiele absolvieren. Vorteil dieser Version gegenüber den Standalone-Geräten: ihr könnt mehrere Haustiere parallel haben.